Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Nach langem Suchen habe ich endlich so eine E03 bekommen. Okay, die hat ein paar Lackschäden und auch die Pandos sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Aber das ist ja gerade die Herausforderung. Dafür hat sie einen Hamo-Magneten drin und einen Lokpilot 4, der hier schon drin verbaut ist. Gut, die Scheibe ist herausgefallen, das Licht und die Blende dazu. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein, wie ich das Ganze wieder versuche auf Vordermann zu bekommen. Als erstes werde ich mal das Gehäuse sauber machen, vom Dreck befreien, die Pantographen ausbauen. Dann werde ich mir hier mal eine Leiste zusammenzimmern, die das Oberlicht nachher mit Spannung versorgt oder mit Licht versorgt. Dann die Fenster ersetzen. Da habe ich hier einen Fenstersatz von Märklin, der E236425. Das ist dieser, der unten auch noch die Scheibenwischerarme abgebildet hat. Der soll also auch in dieser Lok Platz finden. Dann werde ich mich mal ans Farbmischen machen, um zu sehen, ob ich nicht so ein Gelb zusammenbekomme, dass ich hier diese Lackgeschichte etwas austupfen kann, damit das nicht gar so wild aussieht. Und das gleiche gilt natürlich für die weiße Geschichte, so dass das auch nicht mehr so ins Auge sticht. Und wenn das Ganze gereinigt ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das wieder ein Schmuckstück wird. Denn das Fahrgestell als solches ist in einem guten Zustand. Da habe ich keine Lackablatzer. Das ist alles soweit in Ordnung. Und ich habe mir überlegt, ob ich nicht da einen C-Sinus-Motor einsetze, den ich letztens ja aus einem Umbau erhalten habe. Und dann wäre das natürlich schon ein Leckerchen, diese Lok. Aber jetzt geht's mal ans Zerlegen. Bei dem Pantograph ist ja ein Bügel hier verbogen. Ich gehe immer her und mache das mit einem Lötkolben von unten ein bisschen warm. Auch ein bisschen von oben. Und dann versuche ich, das Ganze vorsichtig in die Ausgangsposition zurückzubiegen. Biege ich hier jetzt auf einmal, dann laufe ich die Gefahr, dass dieses Ganze bricht. Und dann wird dieser Pantographenhalter defekt. Der seht, er ist sogar schon von alleine gekommen. Und so sieht doch der recht gut aus. Das werde ich jetzt dann auf dem Gehäuse nochmal kontrollieren. Hier kommt er ja später drauf. Und siehe da,
ein bisschen nach hinten und dann passt das. Noch ein Stückchen. Das Biegen hat sich jetzt gelohnt und wenn ich das so drauf setze, dann passt die Geschichte wieder einwandfrei. Und somit habe ich einfach diesen Unterbau wieder instand gesetzt. Er hat hier zwar noch einen leichten Knick, aber ehrlich, wer sieht das schon nachher, wenn die Lok fährt? Da mache ich eben ein paar Kompromisse. Mir geht es ja um die Reparatur, das macht ja Spaß. Jetzt kommt die Innenbeleuchtung dran für den Motorraum, da habe ich mich dazu entschlossen, 20805er, die habe ich einfach so aneinander gelötet und das mache ich wie folgt. Ich nehme hier eine 0805, lege darauf, natürlich auf die Polung achten, auch eine 0805 und komme dann mit dem Lötkolben und dem Lötzinn hier ran und verlöte die zwei. Und dann habe ich, das ist etwas verrutscht, wie ihr seht, ist aber kein Problem, das kann man nachlöten, indem man einfach das Ganze nochmal dreht. Und dann erwärmt man das nochmal mit dem Lötkolben und schiebt die ganze Geschichte einfach etwas nach hinten. Und siehe da, jetzt passt das. Und jetzt kann ich die andere Seite noch verlöten. Und so habe ich den dritten Würfel. Auch hier wird wieder nach der Richtung geachtet, also die Masse geht nach rechts. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 so Würfel, die ich herstellen sollte, damit das nachher auch passt. Also ich lege mir das einfach so hin, nehme mir die Leuchtdiode, setze sie so drauf, halte das etwas geklemmt und fahre von hinten mit dem Lötkolben und Lötzinn ran und habe dann einen Würfel gemacht. Das Ganze mache ich natürlich an der anderen Seite auch nochmal. Ich löte das auch nochmal nach und jetzt habe ich den vierten Würfel fertig. So einfach geht die ganze Geschichte. Jetzt habe ich 4 Würfel. Und ich nehme jetzt hier den Anfang. Ich schaue wieder nach der Markierung. Die Markierung sollte nach
oben nach rechts zeigen. Dann fahre ich hier hin. Bringe das so angelötet. Mache natürlich jetzt das auf der Seite auch. Habe jetzt eine angelötet. Und so mache ich das jetzt durch, bis ich hier diese vier Blöcke in Reihe geschaltet habe. Das ist so meine Art, wie ich diese Beleuchtung des Maschinenraums herstelle. Und ihr seht, es ist im Prinzip kein großartiger Aufwand, sowas herzustellen. Wichtig halt immer auf die Polung achten, sonst wird das nichts. Und jetzt haben wir das und das Ganze wird natürlich wieder kontrolliert und ich habe in meiner Zuleitung natürlich den 1 Kiloohm Widerstand eingesetzt, damit mir hier keine Leuchtdiode durchbrennt. Und siehe da, es leuchtet. Jetzt kann ich hier noch eine Unterbrechung reinbringen. Hier muss ich eine Unterbrechung noch reinbringen, weil hier ja der Pantograph reinkommt. Hier bringe ich einen Widerstand noch auf und kann dann meine zwei Kabel anlöten für Plus und Minus und dann kann die ganze Geschichte in das Gehäuse eingesetzt werden. Also, wie gesagt, kein Hexenwerk, geht relativ einfach. Schichte jetzt aus. Ich habe hier nochmal eine Trennung vorgenommen, links wie rechts. Hier ist der Widerstand drin. Ich habe ein grünes Kabel für F1 und das blaue Kabel für die Plusversorgung verwendet. Und jetzt kann ich das Ganze hier sauber einsetzen. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommen die zwei Schrauben noch ran, die für den Pando zuständig sind. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, reichen die von der Länge noch aus? Das wird sich gleich zeigen. Jetzt den einen Pantographen. Da fährt sie ja nach vorn. Also bringe ich den so hin. Ich vermute, da ist die Schraube doch zu kurz. Die gehen nicht. Die sind leider zu kurz. Ah, doch. Nein, sind zu kurz. Okay, dann suche ich hier nach längeren Schrauben. Auch das ist kein Problem. Die zwei Schrauben sind gefunden.
Ich kann das Ganze jetzt wieder einbringen. Auch hier wieder mit Gefühl festziehen. Und schon ist der eine Panto wieder drin. Jetzt kommt der zweite Panto, der kommt hier hin. Mit dieser Schraube wird der befestigt. Hier mit Gefühl anziehen und siehe da, das Ganze sitzt jetzt hier wieder sauber auf. Bei mir hier das nicht ganz so gefällt. Ja, da muss ich noch mal schauen, warum. Ja, da muss ich noch mal nachschauen. Das Rätsels Lösung war einfach die Bohrung, die war noch nicht richtig ausgeführt und deshalb konnte die Schraube nicht richtig eingreifen. Das hat da dazu geführt, dass diese Vertiefung nicht ins Gehäuse konnte und dadurch im Prinzip der Pantograph schräg drin saß und dann halt nach oben geneigt war. Also da habe ich einfach die Bohrung etwas zu klein ausgeführt. Aber jetzt kommt noch mal die Kontrolle meiner Beleuchtung. Ich möchte euch ja zeigen, wie das jetzt im eingebauten Zustand leuchtet. Und das wäre jetzt hier so der Fall. Die Beleuchtung ist jetzt hergestellt und so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt kann ich auch meinen Lokführer hier einbringen. Den habe ich jetzt einfach mal hier aufgeklebt. Denn jede E-Lok sollte ja auch geführt werden durch einen Lokführer. Dann das Ganze hier eingebracht. Naja. So sollte das sein. Wie sieht das außen an? Naja, schon ein bisschen großer Lokführer. Naja, der schlägt hier oben an. Da muss ich mal schauen. Den muss ich mir noch zurechtfräsen, dass der da reinpasst.
So, dann klebe ich mir den jetzt einfach hier rein. So. Schaue ich mal, dass so passt. Ja, so passt doch. Ja, und so kann man das auch lassen. Jetzt kann ich hier noch einen Tropfen ranbringen. Und dann kann das Ganze hier trocknen. Und dann geht es weiter. So sieht mein Gehäuse jetzt aus. Und so mit dem Ergebnis bin ich jetzt recht zufrieden. Wie gesagt, das Gelb unten ist ja noch nicht gekommen. Das habe ich ja bestellt. Aber ansonsten, ja, da bin ich zufrieden. Jetzt sieht das schon etwas besser aus. Und als zweiter Schritt wird jetzt hier das Fahrwerk unter die Lupe genommen. Das heißt, ein komplett Zerlegen des Fahrwerks steht jetzt an. Ich werde alles ausbauen, was darin ist, um das nachher praktisch zu veredeln. Die Herausforderung bestand jetzt nun im Befestigen dieser waagrecht eingebauten Platine. Das Ganze gehört ja so rum rein in diese Lok und ich hatte jetzt praktisch die Herausforderung, was kann ich hier für Halter machen? Ich habe hier einfach zwei Klötzchen gedruckt. Die habe ich mir mit dem Dremel hier hinten an dieser Seite etwas zurechtgefräst, sodass die hier auf der Platine sauber Platz nehmen können.
Und jetzt passt das Ganze. Und ich kann zwei Schrauben jetzt hier einbringen, dass die Platine auf den Klötzchen hält. Und das zweite Klötzchen, das kommt in der Richtung rein und bringt dann im Prinzip auch die Platine hier in Stellung. Das Ganze wird hier unten auf den Rahmen geklebt und dazu werde ich hier das Ganze wieder mit ISO Picobello sauber machen und dann das Ganze aufsetzen. Der Lautsprecher, da wird ein anderer angebracht. Der kommt dann hier unten rein, denn hier ist ja lediglich eine Hupe zu hören. Und das ist jetzt der zweite Schritt, der hier durchgeführt wird. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Ich habe hier meine zwei Klötzchen angebracht. Und so kann ich im Prinzip das Ganze nachher hier einsetzen. So. Und dann hat der Motor hier vorne noch Platz. Das Ganze hält hier wunderbar. Und ich habe auch hier etwas Luft und das Ganze ist wirklich im grünen Bereich. So wird das nachher vonstatten gehen. Also hier kommt dann das Teil so ran. Aber zuerst wird jetzt natürlich der Motor hier vorn ausgebaut. Denn das ist ja die Grundvoraussetzung, dass mein Antrieb hier vorn sauber reinpasst. Da ja der Antrieb nicht wirklich zu dieser Lok gehört. Aber ich möchte halt einen Sinusantrieb hier drin haben. Also kommt dieser Antrieb raus und dafür kommt dieser tolle Sinusantrieb rein. Und wie schon vermutet, passt das einwandfrei und somit kann dem weiteren Umbau nichts mehr im Wege stehen. Das war jetzt so meine Befürchtung, dass ich vielleicht hier noch etwas im Wege stehen habe. Da hatte ich das Vertrauen, dass Märklin hier nicht wirklich extra Fahrgestelle oder ähnliches baut für diese Art des Antriebs. Und hier kommt dann der Antriebs, ja, das Flachbandkabel wieder rein. Und dann habe ich hier schon den C-Sinus-Antrieb. Aber als erstes, wie ihr mich kennt, werde ich mich hier der Masse annehmen. Werde hier die Massegeschichte kontrollieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass auch hier wieder das Ganze schwarz ist. Ja.
Meine Vermutung ist wieder korrekt. Ihr seht, ich habe hier wieder das Ganze schwarz. Ich kann auch dann die Räder gleich etwas sauber machen. Da ist ja auch Schmutter dran, wie ihr seht. Das wird sauber gemacht und die Kontaktaufnahmen werden gereinigt. Siehe da. Und es strahlt in einem schönen Silber wieder. So sollte es ja auch sein. Jetzt kommen die Räder sind jetzt sauber. Und ihr seht, das Ganze, ja, das ist nicht wirklich stark zeitaufwendig. Und es erspart euch wirklich richtig Ärger. Das sage ich ja immer wieder. Es ist nicht nur der Schleifer, der in der Stromabnahme oder Stromaufnahme hier Probleme bereitet. Nein, es ist halt auch die Masse und macht das wirklich dann habt ihr auch hier keine Probleme. Ich habe hier einen Flüsterschleifer eingebaut. Das geht ganz einfach. Ich zwicke hier diese Haltelaschen. Die zwicke ich ab. Und dann kann ich den mit der Zentralschraube sauber aufbringen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, diese Schleifer haben halt diese Problematik nicht mehr mit dem Übergang im Schleifstück. Und außerdem ist das wirklich leiser. Also die sind nahezu unhörbar. Das so als Tipp. Jetzt habe ich also das Unterteil soweit fertig. Jetzt kann ich mich hier um das Chassis kümmern. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Ganze mit ISO reinigen, damit nachher mein Kleber hier auch wirklich hält. Dazu nehme ich ja wieder ein doppelseitiges Klebeband. Das ist ja dieses durchsichtige hier und das ist ein relativ dünnes, wie ihr seht, und das hält aber bombastisch. Und wenn die zwei Flächen hier gereinigt sind, unglaublich gut. Hier muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht die orangene Farbe noch mit abwasche. Das wäre ja schlecht, deshalb ich da ein bisschen vorsichtig. Und dann natürlich auch diese Fläche noch reinige. So. Und jetzt kann das Ganze eingeklebt werden mit meinem doppelseitigen Klebeband. Als erstes setze ich allerdings hier die Verkabelung ein. So.
Jetzt ist das eingesetzt und jetzt kann ich das Ganze Entschuldigung, so. Und jetzt setze ich das hier. So ein. Und das hält. Da müssen ja keine Millionen Kilo drauf, sondern das muss ja nur etwas halten. Und zwar ein bisschen halt die Platte hier drauf und das flexible Band, das passt jetzt hier so sauber rein. Hier schlägt nichts, da kann also auch nichts passieren. Und ich hatte ja hier nur die Kabel abgezwickt und es zeigt sich halt, es ist immer gut, wenn man Kabel abzwickt. Dadurch hat man halt einfach auch die Möglichkeit, das Ganze nachher wieder sauber zu verdrahten. Denn hier kommt ja die Plusversorgung ran. Das löte ich als erstes so rum. Ein bisschen Kabel zu. Da kann ich jetzt auch hier das Plus ablöten ohne weiteres. So. Jetzt kommt hier die Plusversorgung ran. Da ist der Lautsprecher, der kommt ja ein anderer ran in einem Gehäuse. Hier habe ich die Masse und da werde ich hier vorn das Massekabel anbringen. Das reicht hier wunderbar durch. So sieht das einfach besser aus, wenn das so rumgeht. Und dann kommt da die Schraube rein. Aber als nächstes kommt hier jetzt mal der Lautsprecher, der hier ja nur einen Ton von sich gibt. Da kann ich zum Beispiel so diesen einfachen Lautsprecher oder ich könnte auch den größeren hier einsetzen. Der Platz ist ja genug, aber da das eh nur die Hupe ist, reicht mir wirklich so ein kleiner. Da kommt jetzt das Schwarze hin. Plusversorgung. Und schon ist der Lautsprecher hier eingebunden und es kann weitergehen. Hier natürlich jetzt die Masseversorgung. Da nehme ich jetzt das Masseschild.
kommt hier die Massefahne ran. Und jetzt habe ich hier die Masseverbindung für den Apparat hier. Dann sind hier die Beleuchtungen. Die kann ich hier jetzt noch etwas abkürzen. Dann stört das nicht ganz so. Und dann nehme ich mal den Vogel auf mein Testgleis und schau mal, wie sich das Ganze noch bewegt. Die Beleuchtung ist fertig. Stellvertretend am Führerstand 1 habe ich euch jetzt hier die Verkabelung zu zeigen. Und zwar einmal habe ich ja hier die 0805, das sind die zwei farbigen LEDs. Einmal habe ich da rot und einmal habe ich da weiß. Die werden hier in Reihe zum anderen Licht drüber geführt. Da habe ich auch rot und weiß, auch eine 0805. Das rote Kabel geht hier oben auf die Platine und das goldene Kabel geht hier an das dritte Spitzenlicht, sprich hier an die eine, also an die rechte Seite der Leuchtdiode, und von links geht es hier wiederum an die Platine. Und somit habe ich im Prinzip ein rotes und ein weißes Licht. Natürlich ist an der Leuchtdiode unten der gemeinsame Plus, das blaue Kabel, auch an dieser Platine angeschlossen. Das Ganze funktioniert sogar und sie fährt in die richtige Richtung. Ich zeige euch das, wenn ich jetzt die Spannung auf das Gleis gebe. Dann habe ich hier das Drehlichtspitzensignal, schalte ich auf die andere Seite, habe ich hier das rote Schlusslicht. Und so sollte es ja nachher auch im Betrieb sein. Was ich jetzt natürlich noch machen werde, ist hier noch ein Panzertape einzubringen, also dieses schwarze Gewebeband, das ihr ja kennt von mir. Das mache ich, damit das rote Licht nicht durchstrahlen kann in das dritte Spitzenlicht. Denn das wäre ja unschön. Auf der anderen Seite habe ich das genauso gemacht. So sieht die Lok jetzt verkabelt aus. Sie hat jetzt einen C-Sinus-Antrieb mit einem kleinen Lautsprecher drin und das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ich liebe diesen C-Sinus. Das ist einfach ein toller Motor. Und somit kann ich jetzt das noch abdecken und hier oben an die zwei Pins, da wird ja noch die Beleuchtung für den Motorraum angeschlossen. Denn da ist ja im Originalmodell sind da ja zwei so Federpins drin, die hier drauf drücken und dann die
Maschinenraumbeleuchtung aktivieren. Und dann geht das Gehäuse hier drauf. Und dann hoffe ich, dass bald meine Farbe kommt für das Gelb. Und dann kann ich das unten auch ausbessern. Und dann ist das eine hochwertige, tolle Lufthansa-Zuglok. Auf meiner Anlage hat jetzt die E103 Lufthansa-Ausführung Platz genommen. Ich habe hier jetzt das Fahrlicht, Dreilichtspitzensignal. Über F2 ist jetzt zugeschaltet das rote Schlusslicht. Schalte ich um, praktisch den Richtungswechsel, das an Führerstand 2 das Fahrlicht ist, habe ich hinten das rote Schlusslicht. Und das kann ich aber jetzt über F2 ein- bzw. ausschalten, so wie ich das möchte. Ich gehe mal davon aus, dass diese Platine auch bei Fahrzeugen eingebaut wurde, die ein Fernlicht schaltbar noch dazu haben und den C-Sinus-Antrieb. Denn ich habe im Normalfall hier das Dreilichtspitzensignal und über F2 kann ich dann am gleichen Ausgang auch das Fernlicht im Prinzip zuschalten. Das habe ich ja nicht so gemacht. Ich habe das rote Schlusslicht über Kreuz an den Führerstand 2. Also ich hole mir von der Platine Führerstand 2 die F2 hier vor an mein rotes Schlusslicht und genauso natürlich umgekehrt. Und somit kann ich, wenn ich das möchte, mein rotes Schlusslicht hinzufügen oder halt auch nicht. Und mit diesem kleinen Trick habe ich halt jetzt ein schaltbares rotes Schlusslicht, was zuvor nicht so war. Da war ja das Rot mit dem Fahrlicht gekoppelt und das hat mir wirklich nicht gefallen. Ich habe das halt so jetzt für mich umgebaut. Auch die Beleuchtung des Maschinenraums kann ich jetzt über F1 ein- bzw. ausschalten. Eine Probefahrt wird dann im nächsten Video durchgeführt. Ich möchte zuerst mal meine Helligkeit in den Wagen regulieren, denn da habe ich ja wohl einen Fehler gemacht. Aber den behebe ich jetzt. Und dann sehen wir uns in einem Fahrvideo. Ich gehe mal stark davon aus, dass das November-Video ist, wo diese Lufthansa mitfährt. Und da könnt ihr dann das Teil bewundern. Ich hoffe auch wirklich, dass ich diesen Orange oder diesen orangenen Lackstift bekomme, um dann diese Blessuren noch etwas auszubessern. Und dann macht die natürlich nachher eine tolle Figur, denn von dem Weißen sieht man eigentlich nichts mehr, dass da Beschädigungen waren. Das ist also der Stand. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Umbau zuschauen dieser E103, die jetzt einen C-Sinus beherbergt. Und wie gesagt, ich bin ja ein Riesenfan, weil so eine Laufruhe und so ein weiches Fahren, ja, das geht halt nur mit einem C-Sinus. Dann würde ich mich freuen, euch wieder begrüßen zu können bei einer meiner nächsten Videos und verbleibe bis dahin euer Grubi 1960.